Also den Schiffbilder von Starfield, den finde ich absolut geil. Da kann ich mich komplett drinne verlieren. Das fehlt mir hier echt. Und eine bessere... Oh, ich habe einen Bug. So. So, das ist jetzt meine eigene Basis, aber dass das alles connected und so weiter, das finde ich wiederum sehr cool. Aber mit den Fabriken und so weiter, das finde ich nicht so cool. Ja, du kannst andere Spieler treffen, aber es ist halt auch möglich, hier so gesehen Piraterie zu betreiben. Und das mag ich nicht. Deswegen habe ich zum Beispiel auch nie richtig Sea of Thieves gespielt. Aber hier kannst du die Netzwerkgeschichte ausschalten. Das heißt, du hast dann keinen Kontakt mit anderen Spielern. Aber du kannst auf deren Inhalte zugreifen, die die erstellt haben. Was ich cool finde. Aber du kannst es auch einfach mit einem Mausklick wieder aktivieren. Dann wäre hier zum Beispiel jetzt alles voll mit Leuten, die hier rumlaufen. Und ja, auch überall im Planeten findest du solche Sachen. Aber was halt wirklich nervig ist, ist, wenn du hier andauernd irgendwie angegriffen wirst oder ja. Aber was halt völlig gestört ist, ist sowas hier. Das ist jetzt Zugriff auf weltweiten Inhalt. Das eben gerade war nur galaxieweit. Deswegen habe ich das deaktiviert. Da, weil ich mag sowas halt auch hinten und vorne nicht. Also da geht auch bei mir sehr, sehr schnell der Spaß verloren. Und alles, was Griefing ist, da wird mir auch der Spaß verloren gehen. Aber es gibt halt völlig gestörte Leute, die, ich weiß nicht, wie die es hinkriegen. Oh, hier geht's lang. Aber guck dir das an. Also wirklich, guck dir das an, was einige Leute bauen können. Und wie kreativ die sind. Also, das könnte ich im Leben nicht. Alles dekoriert und ausgedacht, wo man am besten lang und... Also... Das ist völlig genial. Also... Mad Respekt dazu. Und es gab noch eine andere Basis, die ich mir angucken wollte. Ja, also die völlig abstrus. Ja, auf jeden Fall. Also und das mag ich wirklich an No Man's Sky.
Aber als das rausgekommen ist, ich glaube, hier, wie heißt das? Der Internet-Anarchist oder so? Oh. Der hat eine Doku darüber gemacht. Die geht, glaube ich, 1,5 Stunden zu No Man's Sky. Irgendwie The History of No Man's Sky. Die ist echt gut erklärt. Und die zeigt auch die ganzen Problematiken, die No Man's Sky am Anfang hatte. Wie alles, was versprochen war, war irgendwie nicht richtig vorhanden. Aber jetzt ist das mittlerweile absolut übertrieben, was sie gemacht haben. So, und das hier wollte ich mir noch angucken. Ja, aber da gab es halt noch andere Dinge, die halt echt, ja, man hatte den Eindruck, Sony hat es im Hintergrund, das ist ja ein Labyrinth, fokussiert, guck dir das an, was sie hier bauen. Das ist... Das sieht echt geil aus. Aber wie viel Arbeit das ist. Das sind alles einzelne Elemente. Und auch das hier. Du musst ja jeden Punkt mit dem freien Tool und... Boah. Ah, schade. Ja, auf jeden Fall. Und wie viel Arbeit da drin steckt. Ja. So, aber ich werde jetzt Feierabend machen. Ich bin nämlich hart müde. Und ja. Also deswegen werde ich mich jetzt verabschieden. Und morgen dann so ab 18 Uhr werde ich dann wieder streamen. Dann machen wir hier den Rest von der Expedition und
gucken dann wieder in Minecraft rein. Wir haben jetzt mal 2 Tage Pause gemacht oder 1,5 etwa. Genau. Und dann wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Abend, einen angenehmen Abend noch, ne? Und, ja, ich guck mal, ob ich irgendjemanden raiden kann. So. Oh ja, das funktioniert. Dann gehen wir mal zu Jenyan, die spielt Rust. Und dann schönen Abend euch, macht's gut, gute Nacht nachher und dann bis morgen, ciao. Hallo, Freunde. Wunderschönen guten Abend, wir sind jetzt in No Man's Sky. Und ja, gucken uns jetzt den Rest der einzelnen Phasen an. Die Erinnerung an die Leere. Okay. So. Ah, ich war schon hier. Okay. Dann... geht es woanders hin. Wir können die Erinnerung anrufen. Oh, cool. Okay. Subroutine, Reisender. Speicherstatus durchbrochen. Atlas-Diagnose, Anomalietoleranz überschritten. Beginn der Protokollausgabe. Alles, was lebt, trinkt vom selben Wasser. Die Erinnerung ergreift mich sofort. Das Auge ist ein Schlund und ich kann nicht wegsehen. Tief in mir weiß ich, dass ich mein Auge nie wieder öffnen werde. Nie wieder öffnen werde, wenn ich sie schließe. Sein Blick sucht in mir. Es ist wütend, es windet sich, es hat Angst. Ich begegne seinem Blick. Eine Ewigkeit vergeht. Ich spüre, wie es blinzelt. Ich bin frei. Zum Atlas zurück, okay. Okay.
Die Atlas-Station. Dann fliegen wir erstmal auf die Raumstation und dann auf die Atlas-Station. Ja, ich weiß, dass hier eine Atlas ist. Okay. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, Hilfe. Okay. Hat geklappt. Und dann mal gucken, ob es neue Rucksack-Upgrade gibt. Ja, sauber. Was haben wir denn hier bekommen? Oh, cool. Und auf zur Atlas-Station. Ups, oh, oh Gott. Nice. So. Dann sammeln wir wieder diese Fähigkeitskugeln auf. Oder Fortkugeln. Oh, da ist noch einer. Okay. So. Jetzt, dass hier alle ablaufen. So. Das müssten, glaube ich, alle gewesen sein. Wieder stehe ich vor dem Atlas. Tausende von Lichtjahren habe ich zurückgelegt, alles gesehen, was es mir zeigen wollte, jede Erinnerung. Aber wessen Erinnerungen waren das? Letos, meine?
Gehört sie dem Atlas selbst? Was bedeuten sie? Welche Geschichte wurde mir erzählt? Der Atlas schweigt angesichts meiner Forderung. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Die Schnittstelle dieser Maschine, dieses karmesinroter Traum, was auch immer es ist es überhaupt in der Lage zu antworten? Welche Offenbarung habe ich erwartet? Es ist mir keine Geschichte, keine klaren Offenbarungen schuldig. Die einzige Antwort liegt in den Sternen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als weiter zu forschen, weiter voranzuschreiten. Okay, irgendwie geht das ziemlich schnell mit den Meilensteinphasen-Dingern. Lebender Schleim, kristallisiertes Herz, vorgepackter. Nice. Erreiche den letzten Treffpunkt, okay. Okay, dann gucken wir doch mal. So, dann gucken wir hier nochmal nach einer Rucksackerweiterung. Jetzt sieht's gut. Oh yeah. Okay, dann auf zum letzten Treffpunkt. Auf und davon. Nice. Okay. Ich hoffe, das ist ein schönes Finale. Ein bisschen erforschen, um schon mal vorbereitet zu sein.
Wow. Okay. Scan, scan, scan. Ah, okay. Oh. Expedition abgeschlossen. Oh Gott, wie viel haben wir denn? Alter. Okay. So. Oh, da ist mein Raumschiff, okay. Nabend, ja, ich dachte eigentlich, das geht dauert länger, aber das hatten wir echt gestern fertig machen können. Also da war ich doch ein wenig überrascht. Noch nicht gehen? Oh, warum? Oh, cool. Okay, dann auf geht's, einen Haufen Schiffe bekämpfen und dann gegen die Dreadnought. Ich bin sehr gespannt.